Weiter geht's mit Fallout 3. Ach so. Da bin ich. Wohin gegangen ist er? Aufbereitet Mischfässer. War ich da schon? Ich glaube nämlich schon, dass ich da schon war. Ich glaube sogar, ich bin hier fertig. Naja, dann gehen wir mal raus hier. Zum Ödland der Hauptstadt. Tales of a Junktown. So, was haben wir hier noch? Red Racer Fabrik. Gehen wir zur Red Racer Fabrik. Ich kann auf der Hauptstraße folgen hier. Oh, da ist ein Enklave-Roboter. Soll ich den abballern oder soll ich den leben lassen? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Ball ich auf jeden Fall ab. Na, lass sie gegeneinander kämpfen. Ich laufe einfach vorbei. Kein Bock auf die jetzt. Hallo. Mal schauen, ob ich das treffe. Und ja, ja. Bist du alleine da oder was? Hast du was? Tischgrün. Das haben wir Munition, Finger, Kronkorken. Darf ich mal durch, danke. Was haben wir hier? Ein Lernmülleimer. Sprengender Rache, Gaussgewehr. Das gefällt mir doch. Bam! Ach komm, wie konnte ich die nicht treffen? Muss ich mal schleichen, um die One zu hitten. Aber ich muss treffen. Ist er jetzt tot? Kronkorken, sehr schön. Bin ich gleich da? Ich muss rechts von mir. Ist das das Gebäude, wo ich hin will? Ah, da liegt er ja. Ja, mit der 10mm Pistole erreichst du nichts, Kollege. Brauchst schon ein bisschen härtere Knarren. Gegen mich zu bestehen. So wie die da. Einfach hier immer ich verkuppel beim ersten Schuss. So, das war's, joa. Nuka Break. Eine Cola Pause oder was? Weil die machen so Werbung für Atombomben, so jo. Straßenwerbung ist eine Atombombe. Das ist doch das Werk, oder? Sieht zumindest so aus. Mal schauen. Was habe ich hier noch Schönes? Nicht Drache. Kann ich den damit auch treffen? 45%. Komm, probieren wir es einfach. Noch ein Schuss, komm.
Boah, voll in den Rücken. Da, die Red Racer Fabrik. Ich hab sie entdeckt. Na dann, los geht's. Die Red Racer Fabrik. Was gibt's hier Schönes? Kronkorken. Ah, Fahrräder oder was? Alter. Coole. Willst du Fahrräder her? Ich möchte bitte ein schickes. Ja, lehn dich erstmal hier. Das hat der Piep gemacht. Was war das? Schachtel Zigaretten? Bin ich voll? Benutzen, benutzen, lügen wir im Kongress benutzen. Ich frage mich, was für Bücher das sind, die wiegen 5 Kilo. Das sind 3 Bücher. Das müssen ja voll die Dinger sein. Das ist kein Heft, das müssen ja voll die riesigen Bücher sein. Verschlossener Safe. Und kaputt. Mach ihn auf. Nehmen wir. Gewicht 2. So, schon wieder so schwer vor alles. Ich glaube, ich muss raus und schnell verkaufen. Sonst komme ich hier nicht weit. Otter. Kann ich nur noch eins mitnehmen. Glaubt ihr das? Ah, ja, knapp. Da die Falle, da kam aus dem Werk. Was ist das? Was macht ihr da? Da oben ist irgendwas. Hat doch irgendwas nach mir geworfen. Wo ist der jetzt? Oh, da liegt er. Hat sich versteckt in der Eimer. Kann schön liegen bleiben, der Kollege hier. Das hört sich die ganze Zeit, als würde eine Mine gleich in die Luft gehen. Dieses Piep, Piep. Wie kommt es mir vor, als wäre die Grafik irgendwie viel besser auf einmal? Naja. Was gibt es hier Schönes? Was gibt es hier Schönes für mich zu entdecken?
Okay, Fabriken gibt es eigentlich immer nur Schrott, immer nur Schrott. Dann gibt es Zigaretten, die kann ich natürlich nicht mitnehmen, weil ich zu viel trage. Egal, das Geld, das brauche ich eh nicht mehr. So. Ist der jetzt runtergefallen? Sein Gesicht. Crit und tot. Sehr gut. Dann gehen wir mal noch weiter hoch. Noch ein Stück höher. War ich da drüben schon? So. Ein Coca-Cola-Automat. Da ist doch der, der nach mir geworfen hat, oder? Du warst es bestimmt. Ja, das ist nicht stark. Was macht der denn sterben will? Komm, komm, komm. Headshots. Sehr gut. Jedes Mal kommt dieses Tick, wenn ich einen getötet habe. Wie so ein Zähler. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist das Büro des Generaldirektors. Rein da. Hey, Hauptdirektor! Ich mein Generaldirektor. Ich habe auf netteren Empfang gehofft. Was haben wir hier? Chipsendeterminal. Verschlossen durchschnittlich. Lächerlich. Southward. Nee. Important. Interested. 1. Ah, habe ich noch das da. Ja, geschafft. Chips deaktivieren. Tagebucheintrag L2. Ich habe Materialien aus den kleinen Sprengstoffkache, den ich gefunden habe, verwendet, um mich noch besser gegen meine Experimente zu schützen. Ich habe das Gebäude so verkabelt, dass ein Signal von diesem Terminal gesendet wird, das im Notfall sämtliche Chips sprengt. Ich hoffe, dass ich diesen Tag nie erleben werde. Durchschnittlich? Ja, gehen wir mal rein. Hallo? Ach ja, komm bitte. Kann ich nicht hier eine Waffe reparieren? So, habe ich eine Kampflinde dabei. Weg damit. Ich habe Sturmgewehre. Performierer. Den ziehst du jetzt an. Der muss kaputt gehen. Das gefällt mir schon wieder. Bisschen was tragen. Was hier? Nikola Tesla und sie. Die Waffe plus 2. Das habe ich aber schon auf 100, glaube ich. Aber egal, kann ja nicht schaden. Jetzt habe ich 102. Toiletten kaputt wie immer. Toter? Da habe ich aber nicht erschossen. Wer hat ihn getötet, wenn es nicht ich war? Was ist das für ein Ding? Was ist das? Chirurgennotizen. Schauen wir mal. Du bist falsch und du bist auch falsch und du bist falsch.
Und du bist falsch, oder? Nee, richtig. Was haben wir hier? Eintrag 2R A0. Tagebucheintrag. Die ersten Ghoul-Chips. Einige meiner vorherigen Chip-Prototypen C6A und C6L fallen allmählich aus. Sie überhitzen und mit der Zeit detonieren der Sprengsatz. Im Gegenzug habe ich alles aber ab der P7-Serie aufgerüstet, um den Ausfall entgegenzuwirken. Außerdem habe ich die in den Mutanten implantierten J2-Chips geändert. Ghouls lassen sich leichter ersetzen, Mutanten nicht. Noch ein Eintrag, Mutantenchips. Ich muss die Chips für die Mutanten abändern, um ihre schiere Größe Rechnung zu tragen. Zum Glück sind sie intelligenter als Ghoul und können noch besser kontrolliert werden. Die ferngesteuerten Mutanten sprechen von noch größeren legendären Mutanten, die fast doppelt so groß sind, wenn ich die nur in die Hände kriegen könnte. Die Experimente, der Spaß. Also was, sie haben so Gehirn-Kontrollchips entwickelt oder was? Ah, ist der vielleicht tot, weil ich die Chips deaktiviert habe und dann ist der einfach tot umgefallen, deswegen. Wenn die Sprengladung im Kopf haben. Das könnte Sinn ergeben, oder? Dass ich ihn gekillt habe, den ich den Chip deaktiviert habe. Ah, Heckenschützengewehr. Alter! Was soll der Scheiß? Ich hab jetzt echt mein Bein weggeballert. Ich hab einfach BAM gemacht. Und mein Bein war ab. Wer war das von euch? Ist das der Chirurg? Schlüssel des Chirurgen. Musiker, ich kann nicht schlafen, wenn Gegner da sind. Was ist da? H2O. Was gibt es hier Schönes? Ein Kühlschrank. Ein paar Kippen. Darf ich gar nicht tragen. Ein bisschen, ja. Der Chirurg war voll der Raucher. Oh, ein paar Drogen. Was haben wir hier? Schauen wir mal da rein. Energiezellen, Kronkorken, Vorkriegsgeld. Chirurgenterminal. Kennwort da, das da was passt. Correctly. Was steht da so Schönes? Notizen über Stefan. Mein Meisterwerk. Ich habe Stefan unter meine Kontrolle gebracht. Der zuletzt implantierte Chip scheint angesprochen zu haben. Er gehört mir. Die Anstrengung zum Fang einer dieser leuchtenden Ghule waren immens. Doch endlich kann ich mich damit trösten, dass ich einen unter meiner Kontrolle habe. Wegen seiner mangelnden geistigen Fähigkeit werde ich ihn bei den übrigen Ghuls unter aufbewahren müssen. Aber ich beneide keinen armen Schlucker, der jetzt wagt, hier reinzuschauen. Chip deaktivieren, ist er jetzt tot? Nö. Hat jetzt einen leuchtenden Ghul, wow. Das ist ja richtig crazy. Bleib doch mal stehen. Hey Stefan. Tja. Pech gehabt, Stefan. Diese Ödler dann darin gegessen oder was? Ja, Stefan hat sich aus. Stefan. Der macht hier nichts mehr, Kollege. Munition. Mehr Munition, okay. Hier da oben.
Ein paar Bücher, nichts Nennenswertes. Jetzt kann ich ein Nickerchen machen. Dafür, dass er mir ein Bein weggeschossen hat und so. Okay. War es das schon? War ich hier drüben schon? Ah, das ist nicht los. Da war ich oben überall, oder? Ja. Dann gehen wir mal unten ein bisschen spazieren. Da rechts zum Beispiel war ich noch nicht. Da war ich hier doch. Wieso ist der tot? Vorne war ich noch nicht, wo auch immer. Das ist. Lala. Gar nicht. Jetzt bin ich schon hochgeschlafen. Und dieses scheiß Wasser da. Achso, das sieht aus wie die Cafeteria oder sowas. Was haben wir hier? Ein paar Klos. Ein Hydrant einfach auf dem Klo, oder? Geil. Das, wenn es brenzlig wird. Für Hunde, das ist Klo für Hunde. Natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelnen. Sie werden das verstehen. Wie komme ich da raus jetzt? Zeit vorbei ist. Wie komme ich hier raus? Jetzt weiß ich auch, wie so Chip-Geräusche kommen. Ich glaube, das sind dann explodieren die jedes Mal halt. Dann sterben die gut, deswegen sind die alle tot, die Gegner. Das sind die tot. Oh, hier ist doch der Hauptausgang, oder? Hier, hier und hier und ja, da ist er, da ist er, da ist er. Okay.